Hi, hier ist mal wieder nach einer gefühlten Ewigkeit der Manuel von PC Games Hardware. Ich kümmere mich ja hier in der Redaktion um die Notebooks und habe ein wirklich interessantes, neues, heißes Teil vorgestellt bekommen, nämlich das neue MSI Creator 17. Schaut unscheinbar aus, einfach weil es von der Creator-Serie ist. Das erklärt uns erst einmal der gute Konrad von MSI, der hier in der gebotenen Armlänge Abstand neben mir sitzt. Hi Konrad, was hast du damit auf sich? Ja, hallo und danke für die Einladung, mit bei euch auf dem Video erscheinen zu dürfen. Das Creator 17 ist unser neuester Laptop, der sich an professionelle Content Creator richtet. Und der hat eine ganz besondere Besonderheit mit dabei, die da sich nennt Mini-LED-Display 4K in HDR. Also der kann HDR anzeigen. Und ich glaube, das kannst du als Tech-Profi sogar noch besser beschreiben wie ich. Aber wie gesagt, richtet sich an die professionellen Content-Creator, die dadurch natürlich einen dementsprechenden Vorteil haben. Okay. Ich habe natürlich nachgeguckt und würde das Teil auch nicht so anhimmeln, wenn es kein echtes HDR wäre. Also ich habe mich davon überzeugt, Mini-LEDs sind einfach ganz viele Dimming-Zonen für HDR. Es ist auch tausender HDR. Das ist das Besondere. Ich glaube, erstmals in einem Notebook, oder? Richtig. Ich weiß es gar nicht. Es gab bestimmt doch irgendeins vorher. Ich weiß, in den Kommentaren stehen, es gab vor 10 Jahren. nee, aber das Erste, das ich testen darf und das Erste, von dem ich echt weiß, also ja. Ich habe noch kein HDR, kein echtes HDR, tausender HDR, erst recht nicht mit Mini-LEDs in einem Notebook gesehen. Dafür ist es da. Jetzt sind wir ein Gaming-Kanal und ich nehme das Teil natürlich extra deswegen dran, weil da auch eine 2080 Max-Q drin steckt. Richtig. Okay. Ihr vermarktet das natürlich als Profi, professionelles Arbeitstier. Man kann aber da genauso gut zocken damit, oder? Ja, kannst du. Natürlich mit so ein paar Sachen, die du beachten musst, ne? Weil dadurch, dass dieses Display jetzt natürlich auf die auf den extremen Farbraum, die extreme Helligkeit und auch die Genauigkeit der Farbwiedergabe getrimmt ist, hast du da jetzt, sage ich mal, die Einschränkung beim Zocken mit dem 60 Hertz. Ne? Also du hast jetzt keine 144 Hertz und so. Das heißt, ich würde jetzt auf dem Display nicht unbedingt High-FPS-Shooter spielen, aber vielleicht so ein Anno oder andere Spiele, die auch HDR mit supporten, die sehen damit, glaube ich, schon richtig fett aus. Ja. Ja. Klar, es ist nicht, was mittlerweile üblich ist. Gaming-Notebooks haben 144 Hertz-Displays, ja. Die meisten und sogar auch noch darüber. Es gibt ja schon höhere, bis zu, glaube ich, 300 Hertz, auch von MSI natürlich, genau, ja, und von anderen Herstellern. aber das ist halt ein Creator-Teil und ja, UHD, 4K-Auflösung auf so 17 Zoll, das ist ja schon recht fein, maschig. Ja. Ne? Das gibt es natürlich auch in kleiner, in 14 Zoll, aber halt nicht mit HDR. Und richtig, ja. Der Gamer braucht im Notebook, sage ich mal, nicht unbedingt UHD-Auflösung. Aber klar, 60 Hertz ist halt der Tod, den man da sterben muss. Dafür hat man HDR, genau. Und das habe ich mir auch hier schon ein bisschen genauer angesehen. Also der Konrad hat mir das Teil vorbeigebracht. Ich konnte natürlich nicht widerstehen, da gleich hier mit den die Fakten nachzuchecken und einfach mal nachzumessen, was das Display leistet. Ich habe schon erste Tests gemacht. Es sah ja an sich super aus. Was ich gleich dazu sagen muss, das Ding ist das hellste Display, was wir je gemessen haben, getestet haben. Selbst in SDR, also selbst in Standard, ne, Windows-Oberfläche ist das Ding, man wird geblendet vom Scheinwerfer mit, ich glaube, selbst in SDR liegen die knapp 900 bis 1000 an. Ich habe jetzt hier mit meinem Gerät 844 einfach gemessen an maximale Helligkeit, 844 Candela. Das ist mehr als das Doppelte, was so ein handelsübliches Notebook an sich kann. Mehr ist jetzt nicht unbedingt besser, oder? Sag ich mal. Man braucht es nicht immer und man arbeitet und zockt ja nicht immer so gegen das Sonnenlicht. Ja, aber das ist natürlich ein Vorteil, gerade unterwegs wahrscheinlich, oder? Oder ja, weißt du, warum man da jetzt selbst in SDR hier die tausender Helligkeit anlegt? Also gerade wenn du natürlich unterwegs bist oder an wirklich professionelle Creator denkst, sagen wir mal,
Fotografen oder Videoleute, die on-set arbeiten, also sprich auch mal draußen, auch mal wenn viel Sonne ist, sich auf einem Monitor Bilder anschauen müssen, ist natürlich die große Helligkeit ein Riesenvorteil. Meistens bauen die sich ja auch nochmal irgendwelche Zelte hin, dass sie ein bisschen Schatten haben und so, aber trotzdem ist das Umgebungslicht ja sehr hell, verglichen mit jetzt so einem Homeoffice- oder Bürobereich, und die profitieren natürlich schon sehr davon, dass sie dann das Bild eben ordentlich noch sehen können, auch mit eben den Farben. Mhm. Heißt, das hat, ich habe es ja auch nachgemessen, die Farbtreue im gleichen Aufwasch, gleichen Zug wird das gemessen. Das hat klar für ein Creator Notebook richtig gute Farbraumabdeckungen, sRGB sowieso, den man braucht, die anderen Adobe RGB, genau, quasi voll abgedeckt. Ja. Ist bei weitem nicht selbstverständlich, weder für Monitore noch für Notebook. Ist beeindruckend gut, braucht man natürlich als Normalsterblicher nicht so oft, beziehungsweise als Gamer auch gar nicht. Was man aber braucht, glaube ich, der DCI P3, Farbraum für Filme. Richtig. Ja. Der ist auch ein größerer und auch der wird abgedeckt. Also ist, denke ich mal, wenn man jetzt so aus der Consumer-Sicht, wo wir ja sind, drauf guckt, wortwörtlich und sprichwörtlich, dann hat es ja auch eine super Kinodarstellung für Kinofilme. Richtig. Ja. Ansonsten, HDR steht und fällt am Kontrast. Dimming-Zonen. Mini-LED heißt ganz viele Dimming-Zonen. Ne? Genau. Also da wird nicht hier mit billig 3-4 Dimming-Zonen gearbeitet, sondern mit wie vielen? Wir haben in diesem Gerät jetzt 240 Dimming-Zonen mit dabei. Und wie wir ja vorhin schon getestet haben, sorgt das halt eben dafür, dass wenn man Bereiche hat im Bild, ich glaube, das eine Testbild, was wir uns angeschaut haben, war so ein hawaiianischer Strand, wo dann der schöne weiße Sandstrand wirklich richtig hell ist. Im Hintergrund sieht man so ein bisschen den Dschungel, wo dann die dunklen Bereiche kommen und eben dieser Helligkeitsverlauf, dass der halt eben auch so richtig reinkickt, dass man sagt, okay, die dunklen Schatten im Dschungel, die sind wirklich schwarz, ja. Und der helle, weiße Sandstrand, der leuchtet richtig knallig. Und das eben halt im Gegensatz zu einem normalen LED-Display, was ja ganz flächig hintergrundbeleuchtet ist, wo dann das Schwarz am Rand ja eher so ein bisschen gräulich erscheint. Ne? Das hat man halt hier eben nicht den Fall. Ja, 200 sind einfach auf dieser Größe, 240 Dimensionen, ja, auf der Größe wahnsinnig viel. Ja. Also gerade beim LCD und HDR bedeutet immer Halo-Effekt. Ehrlich gesagt, egal wie viel Dimming-Zonen, aber gerade mit Mini-LED wird halt dem Effekt ein bisschen entgegengewirkt. Je mehr Dimming-Zonen es einfach sind. Gerade auf großflächigen TV ist das ein Thema. Wenn es nicht gerade ein OLED ist, wo jedes Pixel selber leuchtet, aber das hat man halt hier noch nicht. Kurze Seitenfrage, wie sieht es mit OLED aus? Also aktuell für die nächsten Monate, soweit ich weiß, gibt es jetzt noch keine MSI-Geräte, die damit geplant sind. Ja. Wir wissen natürlich, dass die Konkurrenz teilweise Modelle hat, die das schon haben. Aber OLED hat natürlich noch gewisse Nachteile, die man jetzt bei so einem Panel nicht hat, wo es dann einfach auch um den Trade geht, was ist einem wichtiger. Ne? Und in dem Fall geht es halt hauptsächlich darum, wirklich die absolute Farbtreue, auch eine Langlebigkeit, die Helligkeit eben für den sehr, sehr ambitionierten und professionellen Gebrauch zu haben. Und da sind diese Art von Panels dann, finde ich, in diesem Use Case den OLEDs noch überlegen. Wie die Entwicklung dann natürlich in den nächsten Monaten und Jahren weitergeht, werden wir dann sehen. Ja, ob es überhaupt auf OLED rausläuft, klar, seit Jahren warten wir sowieso auch auf OLED-Monitore. Ein paar vereinzelte gibt es ja schon, haben alle Vor- und Nachteile. OLED-Vorteile, Hammer-Kontrast, weil absolutes Schwarz, dafür Spitzenhelligkeit nicht so hoch und kaum Monitore, Notebooks auch nur eine Handvoll. Ich glaube, es sind auch nur ein paar Gaming-Notebooks, Creator auch nicht unbedingt. Ja, dafür hat man hier einfach die bessere Helligkeit. Ja, klar, Langlebigkeit ist gerade bei so einem Arbeitsgerät wahrscheinlich ein Thema. Ja. Ist ja dann in dem Fall auch für denjenigen, der sich jetzt sowas holt, eine wirkliche Investition. Ja? Also der holt das sich ja nicht aus Spaß. Wenn man sich so die Use Cases anschaut von den Leuten, die jetzt diese Geräte sich holen, dann sind das ja meistens mindestens mal semi-professionelle Fotografen und Videografen. Für die ist das eine Investition, da planen die und rechnen die Einnahmen gegen für die nächsten Jahre. Und da müssen die sich einfach drauf verlassen können, dass es halt dann dementsprechend hält und auch in
gegebenenfalls 4, 5 Jahren halt eben die Farbtreue noch dieselbe ist. Vielleicht einmal nachkalibrieren oder so, aber es darf sich da halt nicht viel ändern. Und ich weiß zwar, dass OLED da auch besser geworden ist in der Vergangenheit, ich bin jetzt auch kein Ingenieur oder so, aber ich weiß, dass es da durchaus noch den einen oder anderen Fall gibt, wo dann manche Farben abweichen können, aber das weißt du wahrscheinlich besser. Ich weiß es nicht, ob die wirklich in der Farbtreue besser sind, aber ja, ich weiß, dass bei den Profis, die nicht unbedingt nur mit OLEDs arbeiten, auch wegen der Verfügbarkeit und auch wegen Monitoren. Ja, das richtige Stichwort Investition hast du genannt. Richtig, ja, ja. Der Preis tut halt weh. Ne? Klar, es muss eine Investition sein. Darf ich Ihnen sagen eigentlich? Ja. Ist ja kein Geheimnis. Das Ding kostet läppische 4.200 Euro. Mal eben, ist selbst für einen Teil mit i7 10875 drin und einer 2080 Max-Q, muss man dazu sagen, natürlich teuer. Mini-LED, so das erste Killer-Feature, das erste auf dem Markt, das kostet halt. Gerade mit dem Halo-Effekt. Ja, also es gibt da verschiedene Testvideos, gerade auf YouTube, wo man die Dimming-Zonen erkennen kann. Ich habe da kaum welche gesehen. Ist beeindruckend mit den wirklich kleinen Kästchen. Ein bisschen sieht man es noch immer, gerade wenn man HDR an- und ausschaltet. Ja. Das ist auch noch so ein bisschen Pain in the Ass, Windows-seitig, nenne ich es mal. Ja. Dann verfälscht es halt die Farben. Ja. Ich konnte jetzt ja zum Glück schon auch die HDR-Helligkeit messen. Zu dem Teil gibt es ja schon einen ausführlichen Test bei bestimmten Kollegen. Ich konnte sie mit dem Display-HDR-Tool schon mal messen und die Spitzenhelligkeit lag bei beeindruckenden 1200 Candela in der Spitze. Also ich finde, HDR-Qualität steht und fällt erstens Spitzenhelligkeit, zweitens Kontrast ist ja dank Local Dimming gegeben. Also fast kein Halo-Effekt konnte ich kaum feststellen. Ist für ein LCD, klar, nicht gut. Ich habe gestern erst ein LG OLED getestet. Klar ist das immer irgendwas anderes. Allein schon wegen dem Kontrast und wegen den fehlenden Halos ist es immer ein Unterschied zum LCD, aber beeindruckende Performance, gerade was das Display angeht. Von daher, gut. Jetzt vielleicht noch ein Punkt, weil du gesagt hast, ja, Investition und man kriegt ja, sag ich mal, ähnliche Geräte zu einem niedrigeren Preis. Es geht ja hier darum, mal abgesehen davon, dass es quasi das einzige Gerät ist, wo man das aktuell noch bekommen kann, auch darum, wie sehr brauche ich das oder will ich dieses Feature, eben HDR mobil in einem Laptop mit dabei zu haben, und zwar vollwertig, hochqualitativ. Und da gibt es halt eben Anwendungsfälle, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt Filmer bin, Naturfilmer, oder wir haben jetzt einen Influencer, der hat das die Woche zugeschickt bekommen, da geht es um das Thema Travel-Fotografie, Travel-Vlogging, wo man dann zum Beispiel Tokio bei Nacht, diese ganzen Neonlichter und so, ne, wenn der das filmt, dann geht es für ihn vorrangig auch um diese HDR-Funktionalität. Und der ist ja manchmal wochenlang in Asien unterwegs. Und machen die dann auch HDR-Content schon? Ja, ja, genau. Okay. Also der filmt wirklich in HDR dann zum Beispiel Tokio bei Nacht mit den ganzen Lichtern. Und was er halt vorher nicht konnte, also was ihm quasi unmöglich war, war dann halt eben am selben Tag in Tokio noch in der Nacht im Hotel den HDR-Content nochmal auf einem großen Monitor richtig zu prüfen, eventuell schon Pre-Cuts zu machen und dann auch zu sehen, okay, ich muss vielleicht nochmal raus auf dem Shooting, ne, weil die eine Szene ist halt von der Aufnahme nicht gut geworden oder so. Und diese Möglichkeit jetzt zu haben, weil er kann ja auch keine riesigen Referenzmonitore jetzt mit nach Tokio schleppen oder auf eine Asienreise, diese Möglichkeit jetzt zu haben, die ist natürlich ihm halt das gewisse Geld dann auch wert, weil er diesen Nutzen dadurch zieht. Das ist jetzt ein Beispiel für einen Profi, aber auch, sage ich mal, jemand, der jetzt einfach nur sehr ambitionierter Hobby-Naturfotograf ist. Ne? Wir alle wissen, dass ich selbst fotografiere auch gerne nur so zum Spaß, dass man da auch gerne mal viel Budget versenkt in seine Ausrüstung. Ja, ist da HDR-Display ein Thema für, also Fotografie, ja, Video eher, aber Foto?
Ja, im Naturbereich, also wenn es um Farben geht, ja. Blumen und so. Ne? Farbtreue, ja. Ja, ja, nee, nicht nur farbtreue, sondern auch halt Farbraum, Farbdynamik. Ne? Das sind halt klar. Alles die Themen, die auch da eine sehr große Rolle spielen. Gerade genau. Naturfotografie, wo ja Farben quasi das A und O auch sind. Also auch im Fashion-Bereich. Ne? Da gibt es ja auch teilweise Beispiele. Bei Naturfotografie ist ja auch schön für diese ganzen Dokumentationen, die da produziert werden. Auch dann später für Videos, wo Bilder mitverwendet werden und so. In HDR, dass man das dann halt eben on location schon mal in HDR prüfen kann. Oder dann halt zu Hause im Hotel, wenn man auf der Reise ist, je nachdem. Gut, Profis hin oder her, jetzt geht es uns aber ums Gaming. Ne? Ja, da ist eine 2080 Max QTI, hätte ich fast gesagt, drin. Und klar, jedes Spiel hat auch mittlerweile, ich sag fast jedes, HDR, vorsichtig gesagt, also fast jedes AAA-Spiel hat einen HDR-Modus. Ist das auch dafür gedacht? Habt ihr das abgecheckt? Wie ist denn so, hast du ja auch die Gamer auch mit anderen Geräten im Blick und hast da vielleicht ein bisschen Ahnung. Ist HDR-Gaming ein Thema und da vielleicht das ein Teil? Das wird vielleicht nicht so ein tolles Gaming-Teil sein. Schon allein wegen den nur 60 Hertz. Ne? Das bin ich ja ein bisschen... Ja. Aber Geschmackssache. Ne? Manche haben lieber eine tolle hohe Auflösung statt die dreistelligen FPS-Zahlen. Ist auch hier bei unseren Kollegen unterschiedlich. Ja, aber wie sieht es bei den Gamern aus? Also ich würde tatsächlich an der Stelle davon abraten, dieses Gerät rein aus dem Gamer-Aspekt zu holen. Ja, rein, aber auch. Auch, ja. Also sagen wir es mal so, wenn ich dieses HDR-Feature und die Farbwiedergabe, wenn mir das Geld wert ist und diese Funktion wert ist, dann kann ich mir natürlich das Gerät allein deshalb halt holen. Ja. Aber das ist wirklich halt das einzige Alleinstellungsmerkmal an der Stelle in die Richtung. Wenn ich jetzt nach einem guten Gamer-Gerät suchen würde oder allgemein einem Laptop mit einer 2080, dann, so wie du sagst, ne, würde ich eher auf andere Serien von uns ausweichen. Ich sag's mal so, das Gerät ist primär zum Arbeiten gedacht, man kann aber natürlich ganz normal darauf spielen. Was jetzt natürlich dann im Bezug auf die Max-Q-Variante wegen der sehr dünnen Bauform und so, im Gegensatz zu unserer Gaming-Reihe halt ein bisschen Performance kostet, ne? Weil die Gaming-Geräte sind ja alle nochmal ein bisschen dicker, ein bisschen schwerer, weil die auch natürlich mehr Material für die Kühlung mit dabei haben, dementsprechend die Hitze bei Spielen länger auch besser ableiten können und so. Also, wenn man die Farben cool findet und vielleicht auch, sage ich mal so, in seiner Spieleauswahl eher langsamere Spiele hat, was die Bildbewegung angeht, ne? Aufbaustrategie, Anno spiele ich zum Beispiel auch selbst gern und so. Das sieht natürlich schon noch mal cooler aus, ne? In HDR. Also kann man schon machen, ne? Ja. Ja. Ich muss dazu sagen, ich mag ja auch die Creator-Reihe deswegen, weil man auch damit zocken kann. Sie schauen aus wie Arbeitsgeräte, aber ja, haben eine 2070 drin, 2080. Genau. Und es sind ja im Prinzip ein dünnes Gaming-Notebook. Gut, meistens klar mit nur einem 60-Hertz-Display, dafür halt 4K und hat halt hier diese traumhafte Auflösung. Ja, und halt dieser unmenschlich teure Preis. Ja gut, das ist halt dem Killer-Feature geschuldet. Ja, klar, ist legitim. Man ist der Erste mit dem wirklich Besten auf dem Markt. Da ja, klar, mit dem HDR. Was ist ja, ich meine, es gibt es noch nicht mal beim Monitor. Die wurden zwar schon vorgestellt, aber auf dem Markt gibt es, ich werde jetzt bestimmt verprügelt, aber noch keine Mini-LED-Monitore. Nicht mal. Das finde ich witzig, weil da die Notebooks die Desktop-Hardware überholt hat. Einerseits, weiß ich nicht, 300 Hertz Display gibt es mit IPS-Panels in Notebooks, Gaming-Notebooks. Jetzt kommt hier 1000er HDR mit Mini-LED-Dimming-Zone. Alter, was ist mit den Monitoren los? Da weißt du als Notebook-Heini jetzt wahrscheinlich nicht so Bescheid. Aber, wir wollen ja nicht zu weit abschweifen, aber abschweifen, jetzt geht es ja wirklich nur um das Notebook. Die Frage ist halt, erstens, ich fände es halt jetzt noch toll, wenn es das Ganze in genauso gut und günstiger und in Consumer-Geräten gäbe. Ist da schon was am Kommen? Wie sieht denn da die Zukunft aus mit HDR in Notebooks allgemein? Mhm.
Also es ist natürlich so, dass die Technik jetzt noch in Notebooks am Anfang steht. Sie ist zwar schon ausgereift, wie man jetzt da auch schon sehen kann bei den ganzen Testwerten und so, aber sie ist jetzt halt noch nicht in vielen Reihen implementiert und ich denke mal, das wird aber hier und da noch kommen. Mittelfristig würde ich mal sagen, dass es da sicherlich noch einige andere Geräte, auch günstigere Geräte geben wird in Zukunft. Allerdings jetzt nicht super kurzfristig. Also sprich, ich würde jetzt auch nicht empfehlen, so wenn ich dieses Feature brauche, nochmal sich zu sagen, okay, ich warte jetzt nochmal, weil wann das dann genau passiert, diese Umstellung, dass es dann mehrere verschiedene Größen mit eben diesem Feature geben wird, das wissen wir jetzt in Deutschland auch noch nicht. Unsere Ingenieure. Ich empfehle schon zu warten, weil 4.200 Euro ist ja jetzt der Marktpreis, das geht bestimmt ein bisschen runter, oder? Ja, wer der Erste sein will, ist halt immer so, ne? Klar, ja. Genau. Kostet. Richtig, genau. Okay, also bin mal gespannt, wann das kommt in auch Gaming-Notebooks, in Consumer-Geräten, die nicht so unmenschlich teuer sind. Ja, würde mich freuen, wenn das so weiter Schule macht und wir jetzt immer neue Technik wir in den Notebooks, und auch in den Gaming-Notebooks vor allem sehen werden. HDR zusammen mit 144 Hertz, ja, da, keine Kompromisse mehr, herrlich, wäre es ein Traum. Ja. Alles klar. Gut, genug das Teil gelobt, ich glaube. War mal wirklich interessant, schön zu sehen. Danke dafür, für hier HDR auf dem Notebook, dass man so auch echt noch nicht in Monitoren hat. Klar, man hat auf Fernsehern sowieso das beste HDR, muss man sagen. OLEDs haben ganz andere Bilddarstellung. Finde ich persönlich, sage ich mal, besser als jedes LCD an sich. Ist auch immer Geschmackssache, aber HDR-mäßig top, beeindruckend. Ausführlichen Test wird es noch geben. Der Konrad lässt mir das Teil ein paar Tage da. Freut mich. Sehr schön. Kann ich mal vielleicht ein bisschen HDR-Spiele auch mal anzocken. Vielleicht mal wieder den Performance-Unterschied abklopfen. HDR ohne. Mit HDR. Ist, glaube ich, eh nie so groß. Aber ja, mal gucken, wie es im Notebook gerade so ist. Ja, auch mit einer 2080 Max-Q. Nee, muss man sagen, gedrosselte 2080. Gut, dafür ist das Ding dünn und leicht. Ey, das ist ein 17-Zöller mit 2400 grob Gramm, also knapp 2,5 Kilo, sage ich mal, für einen 17 Zoller, nicht schlecht und eine Top-Leistung. Klar, dafür kostet es, irgendein Tod muss mir immer sterben. Okay. Vielleicht eine Sache noch, ja. Wen diese Art von Notebook-Design, also dieses schlichte und halt eben auch dieses dünne und leichte gefällt, der kann sich auch bei uns die GS-Reihe anschauen, das ist das gleiche nochmal in schwarz, dann aber für Gaming, also quasi dann anderes Display, mehr Hertz, weniger Auflösung, aber das ist dann im Prinzip das gleiche, man kann damit arbeiten, man kann es aber auch fürs Gaming nutzen und wenn man es auf dem Meetingraumtisch stellt, dann schaut einen nicht gleich jeder schräg an, was sind das für... Wenn man da Counter-Strike zockt im Meeting und trotzdem so ein vermeintliches Business-Notebook hat. Schön, dass es solche, sage ich mal, Hybriden gibt. Ich persönlich stehe da mehr auf sowas, anstatt auf die RGB-Bling-Bling. Geschmackssache, naja. Insofern, Konrad, vielen Dank und tschüss.